Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, Kindergeburtstag, beziehungsweise nee, Kindergeburtstag, nicht Ninos Geburtstag, ist vorbei. Aber ja, ich lasse die Deko ja immer noch einige Zeit hängen, weil ich das ja total schade finde, wenn man ja, das dann direkt irgendwie wieder wegmacht, weil die Ballons sind ja noch schön. Und ja, ich denke so, 1-2 Wochen kann man das dann durchaus noch hängen lassen und sich dran freuen und ja, in Erinnerung schwelgen, wie der Geburtstag war. Es war so schön. Nino hat sich so über seine Torte gefreut. Das ist, ja, und natürlich auch, als er morgens hier reingekommen ist an seinem eigentlichen Geburtstag und den Geschenketisch gesehen hat und die Deko. Es ist wirklich dieses Strahlen in den Gesichtern, in den Augen meiner Kinder. Allein dafür würde ich es jedes Mal wieder auf mich nehmen. Diese Arbeit, die einfach hinter allem steckt, auch diese ganze Vorarbeit, nicht nur dieses eigentliche Tun, dann, sondern auch diese Vorarbeit, diese gedankliche Vorarbeit, wie, was kriegen sie, wie soll die Torte aussehen, wie machen wir die Deko, womit kann man noch eine Freude machen, das nimmt bei mir immer so viel Kapazität im Kopf ein, aber allein dafür würde ich es immer wieder machen. Und jetzt steht heute nochmal ein Geburtstagsbesuch an. Leider hatten wir krankheitsbedingt eine Absage, aber das wird heute nachgeholt und deswegen werde ich auch heute nochmal einen Kuchen backen. Allerdings wird es diesmal ein zuckerfreier High-Protein-Kuchen, weil es gab jetzt so viel, sage ich mal, ungesunde Sachen zu essen, auch für mich. Der Erik schläft übrigens gerade, den habe ich gerade hingelegt. Es gab so viele ungesunde Sachen zu essen. Und da habe ich auch einfach, ja, mir die Sachen mal gegönnt. Ne? Es gab die Torte, ja. Der Nino hat sich an seinem Geburtstag zum Beispiel am Abend Burger selbstgemachte mit Pommes gewünscht. Die habe ich auch mitgegessen. Wir haben einen Geburtstagsausflug gemacht, da gab es ein Eis für jeden. Da habe ich auch eins mitgegessen. Es gab, als wir den Besuch hatten, ne, die Torte. Es gab abends Pizza und es ist auch für mich immer alles fein, da an solchen Tagen mal Ausnahmen zu machen. Und was ich aber so großartig finde, dass ich habe ja jetzt seit 7 Monaten, ne? Ja, 7 Monate habe ich ja meine Ernährungsumstellung. Und es ist mir noch nie so leicht gefallen, wieder zurück zu meinen Routinen zu kommen, wie jetzt mit dieser Ernährungsumstellung. Sonst war es immer so, wenn man dann mal so Ausnahmen gemacht hat, ne, man hat keine Ahnung, ich habe mich eine Zeit lang auch Low Carb ernährt, oder? Ne, ja, Kalorien gezählt und so weiter. Und immer, wenn ich dann solche Ausnahmen gemacht habe, wie man war mal im Urlaub oder es gab jetzt so eine Feierlichkeit, danach ist es mir unglaublich schwer gefallen, wieder in die Routine reinzukommen. Und das ist jetzt so, so anders. Das ist jetzt einfach, ne, man macht diese Tage und dann ist es auch mal okay, wenn es dann kein Kaloriendefizit ist, sondern Kalorienüberschuss. Und wenn man auf der Waage dann vielleicht auch mal merkt, ja, okay, jetzt ist halt wieder ein bisschen was dazugekommen. Aber es ist mir noch nie so leicht gefallen, dann einfach wieder zu sagen, okay, und ab heute wieder, ne, mach mal wieder ganz normal, wie ich es bisher auch gewohnt war. Und nicht nur die Ernährungsumstellung macht es mir leicht, wieder in meine Routinen zurückzufinden, sondern auch, hier stehen sie schon, meine Nahrungsergänzungsmittel von den Bears with Benefits und ob die sich, als ob die sich abgesprochen hätten, auch Bears with Benefits feiert im August jetzt 6. Geburtstag, also gemeinsam mit meinem Sohn und da gibt es eine richtig, richtig krasse Geburtstagsaktion und zwar bekommt ihr generell auf der Homepage 3 für 2, das heißt entweder 3 einzelne Produkte oder 3 bereits reduzierte Bundles zum Preis von 2 und mit meinem Code, Achtung, aufgepasst, das ist so eine krasse Aktion, mit meinem Code MUCKEL20 bekommt ihr auf diese 3 für 2 Aktion auch nochmal 20% on top, auch auf die reduzierten Bundles. Also wenn das mal nicht eine krasse Geburtstagsaktion ist zum 6. Geburtstag von den Bears with Benefits, dann weiß ich auch nicht. Also ich packe euch alle Infos unten in die Infobox und erzähle euch jetzt noch kurz ein bisschen was zu meinen Bärchen. Und zwar ist das hier zum Beispiel einer meiner All-Time-Favorites, die Burn Baby Burn Shape Vitamine. Ich krieg's mit einer Hand nicht auf. Und zwar sind das Nahrungsergänzungsmittel in Gummibärchenform. Also total cool auch für Leute, die sich trotzdem gerne von innen ihrem Körper was Gutes tun wollen, aber keine Tabletten schlucken können. Und die sind einfach so, so lecker. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diese ganzen zuckerfreien Varianten. Also hier die Burn Baby Burn Shape für die optimale Fettverbrennung. Dann, was bei mir in der täglichen Routine von den Nahrungsergänzungsmitteln nicht fehlen darf, sind meine Haarvitamine mit Biotin. Dann im Sommer nehme ich gerne die Golden Goddess 10 Vitamine für eine natürliche Bräunung von innen. Und was ich gerade auch noch nehme, sind die Bootylicious Shape Vitamine mit Kollagen.
Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich finde die so, so großartig. Und die habe ich trotz meiner, meiner Gönnungen, habe ich die weitergenommen. Und ich finde, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Routine, wenn man sich da jeden Tag seine Vitamine zusammenstellt und die dann nimmt. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Es ist ganz, ganz einfach. Es schmeckt auch noch gut. Man hat das Gefühl, ne, man nascht ein bisschen was und unterstützt aber seinen Körper ganz toll von innen. Das ist jetzt nur eine Auswahl. Das ist meine Auswahl, die ich aktuell nehme. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene auf der Seite von den Bears with Benefits. Also schaut unbedingt mal vorbei. Diese Aktion 3 für 2 plus 20% mit meinem Code MUCKEL20. Das ist einfach unschlagbar. Also schlagt da unbedingt zu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Also wirklich große Empfehlung von Herzen. Ich habe ja wirklich seit Januar, wo ich die Ernährungsumstellung mache, nehme ich auch die Bärchen. Und ich habe seitdem schon fast 12 Kilo abgenommen. Und es tut mir einfach so, so gut. Und weil ich eben jetzt weiter wieder in meinen Routinen bleiben möchte, gibt es eben jetzt natürlich, wenn wir nochmal Geburtstagsbesuch bekommen, gibt es auch nochmal einen Geburtstagskuchen. Aber wie gesagt, jetzt heute in der zuckerfreien High-Protein-Variante. Und da werde ich jetzt mit dem Teig schon mal anfangen, solange der Erik noch schläft. Ich hatte das neulich schon mal gemacht, als ich eine Freundin besucht habe, die ich mit meiner Ernährungsumstellung übrigens auch total angesteckt habe, die sich jetzt auch sehr eiweißreich ernährt. Und habe ich gesagt, komm, ich mache einen Kuchen, ich habe da so eine Idee, ich möchte es mal ausprobieren. Und du bist so die perfekte Kandidatin dafür, mir zu sagen, ob das passt. Denn mir ist neulich eine richtig coole Idee gekommen. Ich habe euch ja in einem anderen Video auch schon mal meine liebsten High-Protein-Desserts gezeigt, wo ich ja wirklich jeden Abend mir auch ein Dessert gönne. Und aus einer von diesen Ideen habe ich jetzt einen Kuchen gezaubert. Und sie fand es mega. Die Kinder haben es super gut gegessen. Den hat es richtig gut geschmeckt. Und ja, den möchte ich jetzt eben heute auch noch backen für den Geburtstagsbesuch, weil ich eben auch merke, die Kinder, die haben jetzt natürlich auch super viel Süßes gegessen und es gab ja auch zum Geburtstag noch ein paar Süßigkeiten geschenkt und da habe ich gesagt, komm, ihr dürft euch jetzt ein paar Tage auch gönnen, aber jetzt machen wir auch mal wieder ein bisschen Piano mit den Süßigkeiten. Meine Kinder dürfen Süßes essen, aber eben, ja, finde ich nur in einem bestimmten Maß. Ne? Süßigkeiten, das gehört halt irgendwo auch ein bisschen zur Kindheit dazu. Aber ich möchte natürlich nicht, dass das irgendwie auf dem täglichen Ernährungsplan steht. Deswegen machen wir das jetzt. Und anfangen werde ich mit dem Boden. Da werde ich jetzt einen ganz einfachen Biskuitboden schnell machen mit meiner Küchenmaschine. Ich liebe sie übrigens heiß und innig. Und danach mache ich mit euch die Creme für oben drauf. Und das ist so, so lecker. Ihr müsst es dann unbedingt auch mal gleich ausprobieren. Und zwar ist das ein ganz normaler Biskuitboden, den ich einfach statt mit Zucker mit Erythrit mache. Und da muss ich mich jetzt auch so ein bisschen konzentrieren. Denn als ich das Rezept das letzte Mal gemacht habe, habe ich die halbe Menge gemacht, weil dieser Biskuitboden ist dann eigentlich zum einmal durchschneiden. Aber ich wollte das nicht, sondern ich wollte einfach nur einen Boden und habe überall die halbe Menge genommen, außer beim Erythrit. Und ich habe mir nur so gedacht, nein, das ist jetzt nicht gut, weil das war da schon ziemlich, ziemlich viel Erythrit. Aber man konnte es trotzdem noch essen. Aber das möchte ich heute nicht nochmal. Das war, ja, wie es dann halt manchmal so ist, ne? Wenn man abgelenkt ist, dann passieren solche Dinge. So, einmal jetzt die Eier aufschlagen. Los geht's. So, das ist fertig. Jetzt Obacht, nur die Hälfte vom Erythrit. Ich glaube, ich habe mich zu dem Zeitpunkt, nämlich gerade, als ich den gebacken habe, mit meinem Sohn unterhalten. Und dann die Mengenangabe übernommen, die hier mir auf dem Display angezeigt wird. Aber jetzt machen wir es richtig. Rein. Ne, hole ich jetzt. Ach,
Dann nehme ich jetzt natürlich keinen richtigen Vanillezucker, sondern ein bisschen von meinem Vanillezuckerersatz. So. Und jetzt wird das Ganze 10 Minuten aufgeschlagen, die Eier mit dem Zucker, dass wir eben einen fluffigen Biskuitboden bekommen. Das war jetzt eh wieder ein Powernap-Charakter, aber egal. Jetzt sind die Eier aufgeschlagen. Es kommt noch ein bisschen Mehl rein. Baby auf dem Arm, kein Problem. Nee. Als Mama kann man das. So, auch wieder hier nur. Die Hälfte. Ich glaube, das wäre noch fataler, wenn ich jetzt zu viel Mehl reinmache, statt zu viel Zucker. Aber perfekt. So, Backpulver. Nehmen wir noch ein bisschen rein. Hm, mal sieh. Wolltest du nur einen kurzen Nap machen? Wolltest du nur einen kurzen Nap machen? So. Großartig. So, noch einmal durchrühren. So. Springform habe ich hier auch schon. Ofen ist auch schon vorgeheizt. So, aber jetzt musst du runter. Das kann ich nicht mit einer Hand, okay? Okay? So. Noch kurz die Form anfetten. Und dann kommt es schon in den Ofen. Also der ist so easy und schnell gemacht, der Kuchen. Ja, ihr könnt natürlich da auch jeden anderen Boden nehmen oder euer liebstes Rezept dafür. Jetzt rühre ich das noch einmal durch und die Creme ist wirklich kein Hexenwerk, nicht aufwendig. Ich würde sagen, die ist in unter 5 Minuten fertig. Dann habt ihr echt einen super schnellen... Ach, das Baby hat die Angewohnheit, mit seinen kleinen Mausezähnchen immer in die Füße zu beißen. Au! Und immer wenn man dann sagt, au, dann lacht er. Dann lacht er, dieser freche Schlingel. So. Okay. Einmal kurz durchspülen. Und vor allem, da er jetzt auch überall hinrobbt, muss man wirklich immer aufpassen, wo man hintritt. Weil manchmal ist der kleine Schatz so schnell da oder wurschtelt hier immer zwischen meinen Füßen rum, dass man da echt ein bisschen aufpassen muss. Ne, Maus? Ja. So, fertig. Der geht jetzt für 20 Minuten. Ja, ist ja nur die Hälfte. Ich mache mal lieber 15 und gucken mir dann an. Und in der Zeit mache ich die Creme. So, mein Schatz, guck mal. In den Ofen. Ich sag ja, mittendrin steht nur dabei, ne? Ja, du musst immer gucken, wo du jetzt liegst.
Winke, winke, winke. Hallo. Hallo. Ja, genau. Winke, winke. Ja, das mit den 15 Minuten von dem Boden war absolut perfekt. Der ist nämlich jetzt fertig. Der muss jetzt natürlich noch auskühlen, bevor ich da die Creme drauf machen kann. Ich mache die jetzt aber trotzdem schon fertig. Dann ist das nämlich auch erledigt und ich muss es nicht mehr machen. Und zwar ist das einfach nur das Rezept von meinem High-Protein-Pudding. Und zwar in der dreifachen Menge. Ne? Das heißt, ich habe jetzt hier schon, ich schreibe euch das Rezept auch gerne auch mal unten hin, hier habe ich schon das Wasser drin. Das sind 450 Milliliter. Genau. Und dann mache ich jetzt da meine drei Päckchen Puddingpulver rein. Ich habe leider nur noch Vanille. Ich möchte gerne den Kuchen mit Zitronengeschmack machen, weil ich den so lecker bei den warmen Temperaturen jetzt finde, so ein bisschen erfrischend. Das macht aber jetzt nichts, dass ich Vanille nehme. Es wird trotzdem schmecken. Ich hätte zwar gerne diesen Pudding mit Sahnegeschmack gehabt, der ist ein bisschen neutraler, aber so wird es schon auch schmecken. Genau, jetzt einmal kurz durchrühren, dass keine Klümpchen entstehen. Und dann mache ich noch meinen Zuckerersatz Lemon Ice Cream Cake rein. Dann einmal aufkochen und dann kommt schon der Quark dazu und that's it. Also das ist wirklich so easy gemacht. Wie gesagt, in der einfachen Menge esse ich das total oft als Nachtisch. Und ich dachte jetzt in der dreifachen oder man kann es auch in der vierfachen Menge machen oder dann doch die doppelte Menge vom Biskuit einmal durchschneiden, zweifache Menge in die Mitte, nochmal zweifache Menge obendrauf, dass das so ein bisschen gefüllt ist. Da hat man so ein bisschen einen Naked Cake oder so, dann noch ein paar Beeren obendrauf. Bei meiner Freundin habe ich es neulich gemacht mit Blaubeergeschmack. Und dann noch ein paar frische Blaubeeren obendrauf. Das ist der perfekte Sommerkuchen, wirklich. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn die Kinder zwei oder drei Stücke essen, wenn da kein Zucker drin ist und man selber sich noch ein zweites Stück zum Kaffee gönnt. Also, ja, ich feiere das sehr. Und die Idee, ja, du auch, ne? Und die Idee kam mir, als ich das irgendwann mal abends gegessen habe, dass das sich doch auch wirklich perfekt als Tortencreme eignen muss, weil das ja dann auch so eine gewisse Festigkeit hat. Also ich liebe das wirklich sehr. So, jetzt machen wir hier direkt noch den Zitronengeschmack rein. So. Und dann hier kochen wir das jetzt einmal kurz auf. Und dadurch, dass man das ja mit so extrem wenig Flüssigkeit auf diese Puddingmenge macht, muss man da wirklich ein bisschen aufpassen. Ich zeige euch nämlich jetzt auch gleich, welcher Moment da entscheidend ist, weil normalerweise nimmt man ja 500 Milliliter Milch für ein Päckchen Puddingpulver. Und jetzt haben wir pro Päckchen Puddingpulver nur 150 Milliliter Flüssigkeit. Also das ist schon echt wenig. Achtung, Schatz. Und ich zeige euch jetzt nämlich auch, was ich meine. Nicht, dass euch die Creme irgendwie anbrennt oder kaputt geht. Das ist echt schade. So, einmal hier die noch flüssige Variante. Warten wir, bis das anfängt anzudicken. So, und sobald ihr merkt, dass das anfängt, ein bisschen dick zu werden am Boden, seht ihr diese kleinen Stückchen, die da kommen, dann könnt ihr es eigentlich auch schon ja, fast von der Herdplatte runterziehen. Seht ihr diese Klümpchen? Und dann reicht die Restwärme vom Topf, seht ihr, das wird jetzt immer dicker, dann reicht die Restwärme vom Topf, dass ihr da jetzt euch den Pudding, oh, sorry, beschlagen, dass ihr euch den Pudding glatt rühren könnt, seht ihr? Das ist absolut ausreichend. Ich würde das nicht aufkochen, weil sonst verbrennt euch das mit der wenigen Flüssigkeit. Schaut mal. Dann einfach bis zum Ende rühren, bis alles schön homogen wieder ist. Und dann habt ihr die perfekte
Konsistenz. Seht ihr? Ich kann es jetzt mit einer Hand so schlecht. Aber seht ihr, dann habt ihr keine Klümpchen, da habt ihr nichts angebrannt. Und dann wird es perfekt. Jetzt einmal noch richtig schön durchrühren. So, und dann kommt eigentlich einfach nur noch der Quark dazu. Und dann ist die Creme fertig. Also das dauert wirklich, nur ungefähr 5 Minuten. Und dann seid ihr damit durch. Und es schmeckt so gut, ist so variabel. Und dann muss es noch in den Kühlschrank. So. Ein Becher. Zweiter Becher. Baby ist mittlerweile im Wohnzimmer und spielt da. Der robbt jetzt halt echt überall rum. Bin schon so gespannt, wann der Popo hochgeht. Er liegt jetzt auch manchmal schon so auf der Seite, dass man denkt, oh, vielleicht fängt er auch an, sich jetzt bald hinzusetzen oder so. Ja, genau. So. Hoppala. Und dann wird das jetzt einfach nochmal durchgerührt. Fertig. Ha, was ist los? Was machst du? Hier? Okay. Mama kommt gleich dazu. Der Kuchen muss nämlich noch abkühlen, bevor wir die Creme drauf machen können. Dann können wir noch ein bisschen spielen. Okay? Süße drin ist, das könnte man nämlich dann jetzt noch korrigieren. Perfekt. Oh, das hat so eine schöne Zitronennote jetzt. Und die Vanille stört überhaupt gar nicht. Sehr gut. Jetzt packe ich das im Kühlschrank. Das hier muss noch ein bisschen auskühlen. Ich lasse das auch direkt in der Springform und fülle das dann da gleich ein. Dann kommt das nochmal in den Kühlschrank und dann können wir uns das nachher schmecken lassen. Feiern wir weiter Geburtstag. Mittlerweile ist jetzt alles abgekühlt und jetzt werde ich das einfach nur noch kurz da drauf streichen und dann darf es nochmal ein bisschen in den Kühlschrank gehen, bis wir den uns nachher dann schmecken lassen. Und das ist eigentlich auch schon alles gewesen. Man kann jetzt dann natürlich noch ein bisschen Deko oben drauf machen. Ich finde, zu Zitrone, ich muss mal schauen, ob ich das noch da habe, würde eigentlich auch ganz gut so ein paar Pistazienstückchen passen. Ja, genau, Erik. Ja, lecker Kuchen. So. Macht's Baby. Ja. So. Wo willst du hin, Marvin? Ja, wo willst du hin? Kleiner Schatz. Ja. Ja? Okay. So.
jetzt, wie gesagt, nochmal in den Kühlschrank. Da wird er jetzt dann noch, ja, gute 3 Stunden oder so habe ich dann noch jetzt noch, dass er gut durchkühlen kann. Und dann löse ich den nachher aus der Form. Dann können wir ihn anschneiden und genießen. Und ich freue mich jetzt schon so. Mh, lecker! Im Kühlschrank und jetzt fertig. So, okay, das sieht doch sehr lecker aus, oder? Da freue ich mich jetzt drauf. Jetzt decke ich noch den Tisch, dann gibt's Kuchen. So, wer möchte jetzt alles einen Kuchen? Welches wolltest du? Ich. Du? Okay, das. Das da? Ja, das soll da drauf. Das? Okay, nee, du kannst doch das hier haben. Guck mal. Und ich. Und ja, ein schönes Stück Kuchen. Hm? Und ich bin das. Okay, so einmal Nino. Zuerst, weil er Geburtstag hatte. Ja, noch ja. Mal Geburtstag. So, und der Leo auch? Ja. Auch ein Kuchen? Teller, genau. So. Und? Wie ist es? Gut, lecker. Ist lecker? Mhm. Mm. Mhm. Ja, dir auch? Schmeckt es dir auch gut, Leo? Wollen wir auch mal gleich probieren. So. Mami. Ja? Das geht nicht hoch. Das geht nicht hoch? Dann probieren wir auf jeden Fall. Auch mal. Mhm. Mama. Das ist gut. Hi, wo bist du? Hast du dich unter der Couch gerade eingeklemmt, hm? Guck mal. Warum gibst du nicht Erik ein Stück? Das darf der noch nicht essen. Nur von dem oberen? Für die Kinder? Für die Kinder? Für welche Kinder? Wir, Nino und Leo. Ja, ach so. Ja, für euch, ja, genau. Aber Erik wartet noch ein bisschen, ne? Okay. Na dann, lassen wir es uns jetzt schmecken. Ne? Schmeckt auch gut, oder? Mhm. Mhm. Mami, schau mal da. Und da ist es. Gekleckert. Mhm. Nicht so schlimm. Was hast du denn? Ist das Proteine? Ja, es ist ein Proteinkuchen, ja. Genau. Wir lassen es uns jetzt hier noch lecker schmecken. Ne? Du kriegst nachher wieder eine Milch. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben.